Hallihallo Freunde, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute geht's mal wieder weiter mit unserem Single-LP. Lang, lang, lang ist her. Ihr wisst ja, was vorgefallen ist. Ich habe alles im letzten Server-LP etwas ein bisschen erklärt, was hier bei mir so in den letzten Tagen leider abgegangen ist. Und ja, nichtsdestotrotz werden wir jetzt hier weitermachen. Wir werden heute das grobe ME-System in der Erzverarbeitung aufziehen und dazu die Maschinen schon mal so positionieren, wie wir sie brauchen. Gut, ja, bevor wir da irgendwas machen, möchte ich einen elektrischen Range bauen, weil ich Angst habe, oder wir nehmen einfach Silk Touch, wenn wir noch eine haben. Aber ich würde meinen, ich hatte noch wo eine behutsam. Beziehungsweise meine Spitzhacke hier ist ja mit Silke. Ja. Normalerweise sollte da jetzt nichts passieren. Ich glaube, das war zu viel des Guten. Ja, den brauchen wir nicht. Gut. Pumpe Quarry Plus. Gut, ich habe den Ender Quarry nochmal versetzt, dass die nochmal anfangen, uns nochmal Erze ranzuschaffen. Die Windräder habe ich endlich fertig gebaut. Und dazu noch ein sechstes, etwas höher. Da funktioniert komischerweise das Carbonrad wieder. Ja, das ist jetzt mal so ein einzelner Prototyp, sage ich jetzt mal. Und ja, die liefern mir jetzt brav meinen Strom. Die Batterien habe ich auch schon etwas ausgebaut. Was zu essen wäre nicht verkehrt, wenn ich was hätte. Ja, ich habe mir nochmal das Vibrant Jetpack gebaut, aber das ist mir einfach zu stark. Da geht es einfach richtig nach vorne los und das brauche ich nicht so. Da ist mir das wesentlich lieber. So. Ja, dann holen wir uns dann nachher was zu essen. Gut. Ich zeige euch nochmal schnell den Batterieraum. Hier kommt dann der Fahrstuhl hin. So, und eine große Batterie. Ich glaube, da baue ich aber noch eine Runde drauf. Lädt sich hier gerade auf. Hier passen 750 Millionen RF rein. Wird nochmal ein bisschen mehr. Wir haben einen Output von über 750.000. Also, wie gesagt, das puffert sich so langsam voll und so gemütlich. Hier haben wir, ich zeige euch das nochmal. Hier werden wir vielleicht nochmal upgraden, aber was so viel liefern die nicht. Das ist wirklich einfach nur Ökostrom, der hier einfach dazu läuft. Hier wären noch überall Pufferzellen, aber ja, ist jetzt nicht so erforderlich, weil eben das RF die Energie gleich weitergeht. Da das ist sicherlich zu wenig, also 600 RF ist wahrscheinlich viel zu wenig. Wir müssen ja noch umkonvertieren und in IC2 Strom. Aber das wird wahrscheinlich so diese eine sein. Ich werde dann irgendwie schauen, dass ich das so mache, dass die nur anspringt, sollten alle anderen Batterien leer sein. Das heißt, das wären die Hauptbatterien, die werden dann von einem IC2 Nuklearreaktor, der wahrscheinlich hier irgendwo sein wird, oder eben noch eine Ebene drunter, der wird dann von dem betrieben. So, jetzt machen wir jetzt hier kurz wo ein Loch rein. So, was haben wir? Das ist jetzt schon mal das Erste. Habe ich noch etwas Erde? Nö. Egal. Machen wir einfach. Das brauchen wir aber nicht. So. Zack. Wir bauen alles in. Bauen wir den daher. So. Dann haben wir den Erzwäscher. Den bauen wir. Ist eigentlich wurscht. Ich sag, bauen einfach mal so her. Dann hätten wir hier noch die Dinge. Da fehlt doch was von meinem Setup.
Nein, da kommt einmal der Kompressor. Und dann brauchen wir noch die Thermalzentrifuge. Hier muss ich unbedingt schauen wegen Texturen. Gucken wir einfach mal durch. Eisen. Hier. Zerstoßenes Eisen. Genau. Dann genau wie das in der Zentrifuge. Nein, 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 nein. Erzwäscher, genau. Das kann geschmolzen werden. Das. Winziges Häufchen. Genau, das wird kommt. Genau, das war das. Und der Steuer, der geht dann einfach weg ins ME-System. Genau. Ungefähr so. Hier kommt dann noch das her und hier kommt dann noch der her. Genau, so ungefähr. Hier kommen dann überall die Upgrades rein, damit sie automatisch aktiv sind. Von unten beziehen sie dann Strom. Wo war bei mir nochmal? Genau. Ups. So, und dann noch hier. Und hier. Gut. So. Soweit mal das davon. Na genau, bei dem komme ich nicht raus. So. Gut, jetzt hätten wir mal das schon soweit. Jetzt bräuchte ich nur noch diese Thermalzentrifuge. Ich möchte mich gleich mal Eisen als erstes. Hier kommt dann noch Gold her. Schauen wir mal. Also die alle kommen einmal so, wie sie da sind, zum Einsatz. Vielleicht kann ich da nochmal erweitern. Ich glaube, da gibt es einen Mod. Ob ich den jetzt oben habe. Ja, habe ich. Okay, also könnten wir ziemlich alles so machen. Nehmen wir mal das her. Kann ich das auch? Ja, also okay. Okay, okay. Das heißt, es wird kompliziert. Vielleicht. Mal gucken, mal gucken. Sonst bauen wir hier das ein bisschen anders. Hier können wir mal ein bisschen mehr Platz. Hier können wir ein bisschen großzügiger arbeiten. Gut, das heißt, wir gehen jetzt craften. Und zwar hätte ich gern ein paar Industrialcraft. Industrial. So. Da brauchen wir mal die hier. Haben wir sowas? Fast. Mach gleich einen Stack. Egal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Zwei, ja, vier. Davon. 24 Glasfaber. Haben wir noch irgendwas mit MFE? MF. Nö, haben wir gar nichts. Das ist doof. Auf jeden Fall brauchen wir Power Converter. Habe ich noch irgendwo welche? Ich habe noch eine Energiebrücke. Einen. Jawohl. Okay, dann brauche ich noch einen RF Consumer. Einen RF-Consumer brauche ich noch. Ja, genau. Hier haben wir ja auch nichts, ne? Nö. Gut. Overclocker und so weiter kommt alles irgendwann später. Irgendwas möchte ich dann auch noch mal mit Bauschau machen. Aber wenn wir ein bisschen später dazu kommen. Eine MF. Wir werden da auf eine die größte Einheit umsteigen. Ich müsste fast noch einen zweiten Batterieraum machen. Bedbox, CSU, MFE, MFSU. Hübsch. Hübsch, 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 hübsch. Ach Gott.
Ich habe kein was. Du lügst. Diamantenstaub. Okay. Wie viele Diamanten haben wir denn? Ach Gott. Mal 18 Dias durch. Da warte ich dann auch noch auf eine Maschine, bevor wir die auseinanderpflücken. Das dauert, wird noch ein bisschen dauern, bis wir auf das hinkommen. Hier werden wir nochmal schnell. Ja, schnell geht gar nicht so eine Range. Nehmen wir einfach den dabei. So. Ja, der Lava-Tank hier hat sich schon echt bezahlt gemacht. Vielleicht sollte ich mal direkt anknüpfen. Das wäre mal vielleicht eine Option. Gar nicht gewusst, dass es mit dem auch geht. Ah, meine Flasche hat geploppt. So. Da kann der das da ein bisschen. Ja, das wird dann. Es ist einfach viel Arbeit. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder viel mehr Zeit. Ich werde wieder richtig loslegen hier. Das könnt ihr euch sicher sein. Wir haben noch viel Arbeit. Ich möchte das eigentlich fertig machen. Frage war einmal, auf ein paar Kommentare einzugehen. Ich lehne mich jetzt mal kurz zurück. Map-Download. Wird recht schwer, weil ich so viele Zusatzmods mit im Spiel habe. Und ob du wirklich dann alle hast, das ist halt dann die Frage. Du könntest das mit Infinity probieren, aber dir wird wahrscheinlich dann einiges bzw. viel fehlen, weil ich habe 30, 40 Mods mehr drauf und die sind oft ausschlaggebend für das, was ich hier mache. Also muss ich mir noch überlegen, vielleicht kommt nochmal eine komplette Modliste, was ich alles hier verwendet habe für Mods, aber wie gesagt, das lasse ich mir noch offen, da kann ich noch nichts genaueres dazu sagen. So, also jetzt brauchen wir mal eine MFE. Ich bin mir am überlegen, ob ich nicht die größere Einheit mit noch hineinnehme. Es gibt nämlich noch was Größeres als MFE. Ja, ihr habt richtig gehört. MFSU. Ich finde die meistens dann nicht mehr. MFE. Okay, da war ich sie im Kompressori. So, Industrialcraft, wo ist das? Hier. Kompressor, dann nehmen wir jetzt da eine wieder raus und da wieder rein. Jetzt machen wir mal hier so 4 Stück. Und 1, 2, 3. Ich habe hier noch ein paar Dinge, sehe ich gerade. Bucket Besitter Banks. Mal schauen, wie ich das mache. Da wird wahrscheinlich eine MFSU pro Einheit sitzen. Junge, das zu verkabeln. Oh, das wird noch lustig. Das wird echt noch viel Arbeit werden. Aber ich wollte so und ich habe auch richtig, also ich möchte das richtig durch. Das wird richtig, es wird einfach episch. Genau, jetzt haben wir eine MFE. Gott sei Dank hatten wir das noch alles. So, und jetzt eine, oh Gott. Ach Gott, brauche ich nochmal 2. Wie heißt das? Ja, wir werden später mal auf MFE, auf MFSU upgraden. Es heißt wie Power Converter. Jetzt brauchen wir noch einen RF Consumer. Ah, das ist wieder eine ganz normale. Nein, sollte eigentlich
Ja, toll, das ist die ohne Rezept. Wie? Ah, ich habe es mit dem gemacht. Habe ich da noch irgendwas? Nö. Toll. Toll, toll, toll. Naja. 1, 2, 3, 4. Ein Goldzahnrad. Und dann noch 4 davon. Na bitte. Haben wir ja alles. So. Stromkabeln. Hier. Ein paar Glasfaser hier. Und ich brauche noch eine Thermalzentrifuge. Oh, wow. Okay. Ganz ruhig. Das ist okay. Wir verkabeln jetzt mal alles soweit. Ja, das werden wir jetzt mal machen. Und die baue ich dann offscreen. Weil sonst das wieder so viel Zeit von der Folge frisst. Ich möchte so komplizierte Crafting-Sachen. Ist überhaupt jetzt wird es dann ziemlich viel werden, weil wir diese Maschinen einfach 100-mal craften müssen. Da werde ich dann wahrscheinlich Rezepte und so weiter anlegen. So, überlegen wir uns jetzt mal ein kleines Konzept. So, wir brauchen auf jeden Fall hier Glasfaser. Das auf jeden Fall. Und ich möchte schauen, ob wir irgendwo noch... wohl Mangelware. Ups. 2. Toll. Naja. So. Hier. Und hier. Gut. Das wäre jetzt mal diese Verkabelung. Gut. Hier ist der Batterieraum. Hier wird eigentlich was genau? Hier ist eigentlich rein Verkabelung, oder? Hier ist echt nur... Ja, hier wird irgendein ganzer Mischmasch und ME-System und. Okay. Ja. Die Frage ist, werden wir das gleich dort umwandeln? Das ist die Frage. Kann ich jetzt, ja, die liegt jetzt schön brav im Ding. So. Wenn ich jetzt sagen würde, da wären die anderen fast besser. Die habe ich nicht. Wie viel, wenn ich jetzt sage, hier setze ich einen, genau, einen Producer her, die Energiebrücke und einen Consumer. Und hier eine MFE. Ob das nicht zu wenig ist. Wir haben jetzt ein minus 5, also jetzt gehen 5000 RF raus. Aber er kann nur 512 RF verarbeiten. Wahrscheinlich, weil der zu wenig ist. Zurück zum Labor. So, ich möchte jetzt mal Ender.io auf jeden Fall mal da aufrüsten. Die brauche ich jetzt. Die brauche ich jetzt ganz wichtig. Einer.
Komm schon. Zweiter. Weil ich möchte schauen, ob sich jetzt die Eigenschaft verändert, wenn da mehr reingeht. Und dann hätte ich noch gern zum Probieren Power Converter. Einen. Steht eh toll dabei. Da zerreißt mir die MFE. US-Consumer. Aber warte mal. MFSU. Die kann was? Vertragt die so viel Strom? Das werde ich, denke ich, in der nächsten Folge herausfinden. Beziehungsweise werde das vorher testen, weil ich habe keine Lust, dass mir die MFE in die Luft fliegt und dann ist sie weg. Wie gesagt, das, was wir jetzt an Strom erzeugen können, also umkonvertieren können, ist einfach viel, viel, viel zu wenig. Diese Maschinen werden einfach so unendlich viel Strom ziehen. Das kann ich mir wahrscheinlich jetzt noch gar nicht vorstellen. Deswegen habe ich das Jetpack eigentlich abgelegt. Ich mache mal das Tor zu. Ich finde das cool. Das wird Wahnsinn sein. Die werden so viel EU fressen. Ob da dann ein Atomreaktor ausreicht, das ja, steht noch in den Sternen. Weil wenn ich da wirklich so viele, das wird noch viel Arbeit. Wie gesagt, ich werde dann wahrscheinlich die Windkraft irgendwann, oder besser gesagt, die wird nie reichen. So wie jetzt ist windstill, jetzt erzeugen die keinen Strom. Jetzt geht einfach nichts, ne? Wind ist zu schwach für den Rotor. Jetzt dürfte es, glaube ich, gerade windstill sein. Ja. Was hat der Minimum? Ups. 14, ne? Ja, jetzt ist zum Beispiel windstill, jetzt erzeugen wir überhaupt keinen Strom. Also da werden wir vielleicht sogar entweder Strom von unserem Reaktor rüberziehen müssen. Das werde ich vielleicht auch machen. Das machen wir das nächste Mal, wenn wir einen Tesseract machen, um die Batterie mal hoch voll zu puffern. Weil mit 750 Millionen, da können wir schon einiges mal anfangen. Hier habe ich noch was gestartet. Hier kommt dann so eine Art Bahnhof, na, Schaltzentrale her. Das wird dann auch richtig cool. Das habe ich bei einem anderen YouTuber gesehen. Das zeige ich euch dann noch. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Das wird noch eine lange dauern. Ja, na gut, das war's dann für die heutige Folge. Ja, jetzt geht's wieder gewohnt weiter. Ich weiß noch nicht, was jetzt. Ich habe noch immer noch keine Ahnung, wie die Reihenfolge sein wird, weil ich mir dann noch einiges andere überlegt habe. Das wird dann alles. Vielleicht erfahrt ihr das alles am Livestream. Wie ich letztens schon erwähnt habe, ist ja Freitag oder Donnerstag ein 24-Stunden-Livestream. Mit Story gemeinsam, weil ich fahre zu ihm nach Kärnten und mache dort ein paar Tage Urlaub und beziehungsweise wir spielen eigentlich nur. Und da haben wir uns überlegt, als Abo-Special von 50, 100 und vielleicht sogar schon 150 wird es einen kleinen 24-Stunden-Livestream geben. Ich hoffe, wir schaffen das, aber ich denke, wir sind top motiviert. Gespielt wird ein bisschen GTA, besser gesagt, wahrscheinlich ziemlich viel GTA. Und ein paar Minispiele, vielleicht ein bisschen Minecraft was dabei und ein bisschen Gequatsche. Was halt, wie es mit dem Kanal weitergeht, was wir so vorhaben und. Aber genauere Infos, wie gesagt, seht ihr auf Facebook oder Twitter oder dann am Donnerstag direkt oder Mittwoch sogar, Mittwochabend vielleicht schon direkt am Kanal. Ja. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Minecraft Single LP. Ciao!